Baby liegt gerade hier noch drinne und trinkt den Rest von seiner Flasche. Ich habe ihm gerade seinen Brei gegeben, hat er wieder komplett aufgegessen, alles super. Und ich bin gerade dabei, Essen für mich zu kochen. Ich habe hier hinten einmal Spinat drinne. Hier kochen gerade Süßkartoffeln. Und hier unten habe ich auch noch einen Fisch drinne. Ich glaube, den kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen. Es beschlägt eben. Na gut, das ist einfach so ein Fisch von Aldi. Filet irgendwas. Ich weiß es gar nicht. Die müssen ja so gute 40, 45 Minuten im Ofen sein. Also die schmecken auch komplett nach Fisch. Da ist auch keine Marinade, nichts. Oben drüber ist sowas mit eine leichte Marinade mit Zitrone. Also schmeckt sehr lecker, vor allen Dingen halt mit Kartoffel, Süßkartoffel in dem Fall. Und mit dem Spinat. Ich liebe die Kombi einfach. Esse ich sehr, sehr gerne und da hatte ich heute total Lust drauf. Deswegen mache ich das jetzt mal. Oder ja, ist jetzt der Fisch ist eigentlich nahezu fertig. Die Kartoffeln eigentlich jetzt auch bald, die nächsten 5 Minuten ungefähr. Genau, und dann werde ich mal eine Runde Happa Happa machen, gell, mein Herz? Und die Flasche ist jetzt fertig. Gib sie der Mami. Übrigens, mit diesen Griffen hier funktioniert super. Er kann da super dran festhalten und selber trinken. Also das ist ja dieses Lern-Dings. Genau. So, Baby, jetzt machen wir eine neue Pampi, ein bisschen Bäuerchen. Und ja, ich habe jetzt gerade mal den Fernseher angemacht, weil ich zum Essen eigentlich ganz gerne Fernseher immer schaue. Opa! es sei denn, es ist irgendwie gerade was in YouTube am Start, wobei ich habe auch gerade mein Video zu Ende geschnitten, weil der Lias hatte gerade im Prinzip bis eben geschlafen und dann habe ich zwischendurch angefangen zu kochen. Und jetzt läuft auf Sky Fast and Furious 8 Liebe. Ich liebe tatsächlich jeden einzelnen Film aus dieser Reihe, deswegen schaue ich da jetzt mal ein bisschen rein. Ich habe hier jetzt gerade vom Postboten bekommen von Hip, ist wieder was angekommen. Kleiner Liebling vom Baby Club. Genau, kann ich euch ja später zeigen, was drin ist. Und hier habe ich auch noch, das sind die Fotos, die angekommen sind von der App Lalalab. Ich habe jetzt hier zwei große Fotos bestellt für das Patenbrief. Und die werde ich ja dann einrahmen, genau. Joa. Ich glaube, mit denen habe ich jetzt auch demnächst wieder eine Kooperation. Da werde ich dann, denke ich, auch wieder einen Gutschein haben, wenn da jemand drauf warten möchte. Ansonsten, wie gesagt, das ist eine App, lalalab. Da habe ich bis jetzt alles immer bestellt. Genau, auch die ganzen letzten Fotos, die ich so von Lias bestellt hatte oder diese ganzen Polaroids und so weiter. Also alles Mögliche eigentlich, weil es unkompliziert geht. Die meisten Bilder hat man eh auf seinem Handy und das ist eine App, die halt direkt ja, auf dem Handy ist. Man kann es vom Handy direkt hochladen, man kann es da bearbeiten, irgendwas drauf schreiben oder auch nicht und wie auch immer. Und dann kann man es direkt wegschicken. Sehr unkompliziert, deswegen mache ich das. Aber ich zeige euch später noch, was im Hip drin war. Ich koche jetzt mal zu Ende, beziehungsweise Simse macht den kleinen Mann hier erstmal fertig, dass er ein Bäuerchen macht. Ich warte die letzte Zeit übrigens immer mal so ein paar Minütchen, bis er getrunken hat, dass er so ein bisschen sich alles setzt und danach mache ich ein Bäuerchen. Und wenn er, also jetzt war es ja so, dass er seinen Brei gegessen hat und dann hat er jetzt noch so 60 Milliliter ungefähr getrunken. Bei der kleinen Anzahl macht er sowieso mittlerweile... Das ist ganz schwer, ein Bäuerchen rauszubekommen. Also er macht eins, aber es dauert ewig und 5 Tage. Genau, so, ich mach mal weiter. Ich wollte euch eigentlich nur das Essen zeigen. Ich muss mal aufhören zu labern. So, Essen ist fertig. Das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Oh mein Gott, das duftet so, so, so gut. Ich habe da schon seit Tagen nämlich Lust drauf. Und der Fisch sieht einfach nur hervorragend lecker aus. Ja, ich würde sagen, an mich selber guten Appetit. So, ich bin gerade mal wieder am Bälle waschen, beziehungsweise ich habe sie gerade schon gewaschen, bin jetzt gerade wieder am Abtrocknen. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie die Babyblauen aussehen. Richtig hübsche Farbe, gerade mit dem Türkis zusammen. Also wenn ihr so 200 Bälle ungefähr haben wollt und ihr irgendwie auf solche Farben steht, ich finde dieses Türkis und Blau, das sieht super zusammen aus. Also ja, wollte euch nur schnell gezeigt haben, bevor sie jetzt wieder in den Karton kommen und dann erst in der Taufe wieder ausgepackt werden. Das ist ja Melodie, da kriegt man langsam die Krise. Ah. Okay, ich bin mal kurz hier reinkommen, um euch den Hip-Karton zu zeigen, denn wir misten gerade ein bisschen aus. Hier stehen nämlich viele Kartons und Co. rum und mein Freund bringt das gerade alles zum Müll. Und zwar war hier drinnen richtig cool so ein Fußgrößenmesser für die Schuhe. Richtig genial, das kennt ihr bestimmt von, wenn man irgendwo Schuhe anprobiert, dann kann man den Fuß hier hinten reinstellen und da steht dann ab 17 geht's los bis Größe 26. Richtig genial. Das ist von der Marke Elefant und hier ist auch dann noch ein Gutscheincode mit dabei. Dann war hier von der Marke Jaco
so ein kleines Buch. Das ist übrigens die Box, die man zum ersten Geburtstag bekommt. Aber ich habe es euch ja damals schon gesagt, ich hatte mich bei den Portalen angemeldet, um für euch damals dieses Video zu drehen, was es alles so für Mama-Boxen gibt. Und das habe ich einfach beibehalten. Also dieses Buch ist mit dabei. Damit hat der Leas auch heute schon fleißig gespielt, hat sich alles ständig angeguckt. Besonders das hier fand er irgendwie interessant. Genau, das Buch war dabei. Dann hier so von Hip, also ist ja auch von Hip, so ein Quetschi. Das ist geeignet ab einem Jahr. Bio Erdbeer-Banane in Apfel, 100% Bio-Früchte. Ohne Zuckerzusatz. Dann war hier noch ein Schreiben und verschiedene Gutscheine und... ich muss mal da drankommen, mein Gott, ich habe hier alles einfach reingequetscht. Also hier sind verschiedene Hefte noch, Ratgeber, was es halt alles so für Produkte von Hip gibt. Und dann sind hier nochmal so drei, die kann man mit einer Schnur dann festmachen. Also, da steht dann alles Gute zum Geburtstag und hier kann man dann anscheinend den Namen noch hinschreiben. Und hier sind die jeweils Löcher an der Seite, wo man dann die Schnur durchziehen kann, dass man dann so ein... Ja, wie so ein kleines Plakat oder sowas hat. So Schriftbanner und da sind dann halt auch so Affen drauf und alles Mögliche hier, alle möglichen Tiere. Richtig süß eigentlich. Genau. Das war drin gewesen, das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. Dann kam gerade noch ein Paket an, da war allerdings nur Rosenwasser drin. Und dann kam noch ein Paket an, da sind die Fotos drin gewesen, habe ich euch ja schon gesagt. Die kann ich euch allerdings nicht zeigen. Und... das Bälle-Paket kam jetzt vorhin noch an, genau, aber ich habe sie euch ja gerade schon gezeigt. Und das war's, das waren die Pakete von heute. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt gerade kurz vor 7. Ja, ich habe mich gestern den ganzen Tag gar nicht bei euch gemeldet, weil... Ich stelle euch mal einfach jetzt hier so hin. Weil gestern auch tatsächlich überhaupt gar nichts passiert ist. Wir waren wirklich nur zu Hause. So wie auch die letzten 2-3 Tage haben wir absolut gar nichts gemacht. Ja! Es war einfach schlechtes Wetter und keine Ahnung, man muss ja auch nicht jeden Tag irgendwas unternehmen. Also wir sind schon draußen, also spazieren oder im Garten saßen wir gestern eine Zeit lang. Genau. Aber dadurch, dass ich sowieso mit den Videos so hinterherhänge, habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich jetzt nicht unnötig irgendwie Videos, was heißt unnötig Videos drehen, hört sich bescheuert an, weil ich habe ja auch manchmal einfach so meine Quatsch-Lava-Momente mit euch. Was ist los? Aber ich wollte einfach mal schauen, dass ich vielleicht 1-2 Tage keine Vlogs drehe. Damit ich auch einfach nicht so krass hinterherhänge, gerade an so einem Tag, wo halt eben nichts passiert. Heute ist wieder so ein Tag mit so schlechtem Wetter und ich habe eigentlich keine Lust, irgendwo hinzufahren. Aber ich müsste eigentlich mal einkaufen gehen. Also kein Muss, wir haben noch genug da. Aber mein Eiweißbrot ist zum Beispiel leer gegangen. Ich esse gerade die letzte Scheibe. Leute, das ist so lecker. Also ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, aber das ist alles voller Körner und das sind gerade meine letzten 2 Scheiben. Hey Baby, was ist denn los? Bist du schon wieder müde? Bist jetzt schon wieder lang genug wach, gell? Die letzte Flasche ist auch eine Zeit lang her. Das heißt eine Zeit lang her. Ich glaube, vor 1,5 Stunden ungefähr hat er seine Flasche bekommen. Der hat heute wieder komplett durchgeschlafen. Also der schläft momentan nur noch durch. Also durchschlafen meine ich so 7 Stunden ungefähr im Schnitt. Mal 6, mal aber auch 8, 9. Ja. Das ist ganz schön krass, aber er ist so um 6.30 Uhr ist er wach. Ja, ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal über den Tag hin mit. Das hier ist jetzt mein Frühstück. Ich habe es so die letzten Tage auch gegessen, deswegen habe ich es euch nicht gezeigt. Und hier ist Zitronenwasser drin. Ja, ich muss auch ganz wichtig Zitronen kaufen. Ich habe nur noch eine einzige da, deswegen auch raus. Und ich esse noch ein Knäckebrot hier von Alnatura. Das mache ich dann auch
damit, aber das mache ich im Nachhinein, wenn ich noch Hunger habe. Schmeckt so lecker. Ich habe es gestern das erste Mal probiert und aufgemacht. Schmeckt extrem lecker, wirklich. Ich muss auf jeden Fall mal einen Arzttermin noch ausmachen. Ich habe gerade heute Nacht, war es wieder so schlimm mit meinem Rücken. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich konnte mich heute Morgen kaum irgendwie drehen und wenden und bewegen. Also egal, was man macht, es wird irgendwie nicht besser. Richtig ätzend. Und ich habe natürlich logischerweise nicht von... Okay. Habe natürlich logischerweise nicht von heute auf morgen irgendwie mir voll die Muskeln aufgebaut oder sowas von daher aus. Ich versuche morgen früh nochmal in... was heißt nochmal? Ich versuche morgen früh wieder in den Sport zu gehen. Heute ist mein Freund den kompletten Tag unterwegs. Er kam gestern auch relativ spät. Meine Schwester war spät, also ich glaube so ab 5.30 Uhr oder so bis um 8. Oder sogar noch länger. Keine Ahnung, war sie da gewesen. Ich wollte eigentlich gestern Abend nämlich in eine heiße Badewanne gehen, weil es war so geplant. Aber es war dann alles so spät, dass ich es gelassen habe. Ich hätte es vielleicht doch mal machen sollen. Es hätte mir wahrscheinlich ganz gut getan. Naja. Eine Sache wollte ich euch noch kurz zeigen. Ich habe, das habe ich euch auf Insta-Stories gezeigt, ich habe mir hier solche Armbänder selber mal gemacht. Ich habe euch ja immer wieder die ganzen Perlen und so weiter gezeigt. Und das habe ich jetzt gestern mal auf Insta-Stories gezeigt und ich habe so eine krasse Resonanz bekommen. Also ich habe hier so ein Herz. Ach übrigens, Shellac habe ich gestern abgemacht und meine Nägel einmal komplett kurz gemacht, weil die waren alle viel zu lang. Jetzt muss ich halt neuen Shellac drauf machen, deswegen. Ich hoffe, ich kriege es heute hin. Also so sieht das Ganze aus. Ich habe hier so ein rose-goldenes Herz gemacht. Dann seht ihr ja Lias mit den Buchstaben und dazwischen immer rose-goldene Perlen, ansonsten schwarz. Und sowas hätte ich gerne genau das gleiche nochmal in weiß. Deswegen habe ich nochmal weiße Perlen bestellt. Und ich habe das gestern auf Insta-Stories gezeigt und habe meine Schwester gestern so ein Armband gemacht. Im Prinzip genau das gleiche. Und auf der Rückseite hier, wo bei mir alles schwarz ist, habe ich bei ihr nochmal genau in diesem Style hier mit dem rose-gold und dem weiß Rocky geschrieben. Das ist ja ihr Hund. Und sowohl sie als auch ich haben so viele Nachrichten bekommen, wo wir das herhaben, obwohl ich die DIY geschrieben habe. Und dass es voll schön ausschaut und keine Ahnung was. Also diese Armbänder gibt es ja mittlerweile überall zu bestellen. Also das gibt ja, es gibt ja mittlerweile so viele Shops, die das machen. Aber letzten Endes kann man das auch ganz leicht selber machen. Also ich habe euch ja das schon gezeigt. Ich habe hier mir solche Säckchen bestellt. Mit so Buchstaben und dann habe ich hier noch verschiedene Säckchen, einmal mit schwarzen Perlen. Bei dem gleichen Anbieter habe ich jetzt auch die weißen Perlen bestellt, weil die wirklich schön aussahen. Dann habe ich mir hier noch so ein L bestellt, das werde ich dann bei dem weißen mit einfügen. Und dann sind hier diese rose-goldenen Perlen und dann habe ich mir hier noch so ein Glückskleeblatt bestellt. Genau, das werde ich dann bei den weißen mit einfügen, weil ich weiß, dass ich weiß eher tragen werde als schwarz. Aber ich habe jetzt erstmal schwarz gemacht, weil ich habe das überhaupt nur bestellt, weil mein Freund unbedingt so ein Armband haben wollte und ich sollte es ihm irgendwo bestellen. Dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, bevor ich für so ein Armband irgendwo 5 Euro ausgebe, kaufe ich mir für 5 Euro lieber die ganzen Sachen und kann dann damit mehr anfangen. Okay, das hat jetzt wahrscheinlich mehr als 5 Euro gekostet, weil ich einfach überall so Kleinigkeiten bestellt habe. Ich habe vor allen Dingen hier so ein durchsichtiges Band bestellt und nicht irgendwie weiß oder schwarz oder sowas. Das, was dann halt eben so gummiartig, was man halt ziehen kann. Es ist auch so, also schaut, man kann das ganz normal stretchen. Und ich dachte, ich hätte ein so ein Ding bestellt, weil das war auch nicht teuer. Und dann kam das Ganze hier in einem 5er-Set. Also ich kann ewig und 3 Tage jetzt solche Armbänder wahrscheinlich basteln. Oder weiß der Geier, wofür man es noch benutzen kann. Weswegen ich das erzähle, es war einfach so eine große Resonanz, dass ich euch die Sachen jetzt in die Infobox setzen werde. Weil ich habe dazu geschrieben, dass ich das halt selber gemacht habe und habe die Sachen kurz fotografiert und gesagt, dass man das halt alles auf Amazon bekommt. Und dann habe ich trotzdem so viele Nachrichten bekommen mit, ja, was hast du genau eingegeben und so weiter und so fort. Weil wenn man Perlen eingibt, dann kommt ja natürlich alles Mögliche. Ich glaube, ich habe Perlenarmband oder ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesucht habe, gemacht, getan, auf jeden Fall. Weil es wirklich so eine große Anfrage war, setze ich euch alles in die Infobox. Genau. Und gestern kam, glaube ich, nur ein einziges Päckchen. Und zwar das hier. Das sind weitere solche Pompons und dann noch solche, das sind so welche, die man dann aufklappen kann, die dann so einen Ball ergeben. Sowas habe ich euch ja schon mal gezeigt in Türkistönen.
Aber ich habe nur zwei kleine Sets davon gehabt und habe das Gefühl, dass bei diesem großen Raum, den ich dekorieren muss in ein paar Tagen, oh mein Gott, krass. Es waren jetzt so viele Monate Zeit und jetzt ist es einfach schon nächste Woche soweit. Echt heftig. Okay. ich muss nochmal meine Liste durchgehen, was jetzt noch fehlt und so weiter, weil ich habe gerade im Kopf, dass nichts mehr fehlt, dass alles vollständig ist. Außer Hugo muss ich noch kaufen und mein Freund kümmert sich um Wein. Ansonsten müssten wir wirklich alles vollständig haben. Theoretisch. aber mal gucken. Aber von der Deko her waren mir diese ganzen Pompons, die ich hier zu Hause schon hatte, das sind vielleicht, was weiß ich, noch nicht mal 10 Stück, war das mir einfach zu wenig. Und deswegen habe ich nochmal so ein XXL-Set mit 19 Teilen bestellt. Und hier sind jetzt 19 Pompons und halt diese Bälle und so weiter drin, von groß nach klein und bla bla bla. Alles in Blau, Weiß, Hellblau, Mittelblau und Weißtönen. Genau, wenn es euch interessiert, auch diesen Link setze ich euch gerne mal in die Infobox. Ich versuche natürlich, diese ganzen Sachen dann auch im Nachhinein wieder zusammenzuklappen. Wobei bei den Pompons ist es immer ein bisschen schwer, die wieder zusammenzuklappen. Aber ich gebe mein Bestes, denn solche Sachen kann man super für alle möglichen Partys benutzen. Ob das dann Geburtstage sind oder Gartenfeiern oder weiß der Geier was. Also solche Dekos kann man ja noch so lange wieder weiterverwenden und ja, man wird wahrscheinlich einmal mit der Augen, es gibt so einen Spruch, aber im Deutschen einmal mit der Wimper zucken und dann ist wahrscheinlich schon sein erster Geburtstag da. Ja, ach übrigens, Hausupdate. Leute. Also es gibt jetzt ein, es gab wieder, mal wieder, Verzögerungen. Irgendwas mit, Das Schlimme ist halt, wenn man neu baut, dann muss halt so vieles abgeklärt werden, bevor man wirklich tatsächlich anfangen kann mit dem Bauen. Dadurch, dass davor andere Sachen auf diesem Grundstück standen, unter anderem war da auch schon mal eine Tankstelle, dann ein Autohaus und keine Ahnung was alles auf diesem Grundstück. Zumindest, also jetzt nicht da, wo unser Haus hinkommt, aber ein bisschen weiter vorne. Und deswegen hat es jetzt lange gedauert, bis überhaupt diese ganzen Abrissarbeiten genehmigt wurden. Das ist ja schon durch, das ist schon alles abgerissen. Und jetzt hat es wirklich relativ lange gedauert, bis es wurden halt Proben aus der Erde entnommen, um zu gucken, ob die Erde in Ordnung ist oder ob irgendwas mal eingesickert ist aus vergangenen Sachen, die da schon alles gebaut wurden. Das hat jetzt relativ lange gedauert, aber diese Proben waren auch alles in Ordnung gewesen und somit können sie jetzt endlich mit dem Bau starten. Wir haben auch mit den ganzen Eigentümern, alle, die Häuser gekauft haben, haben wir eine WhatsApp-Gruppe errichtet. Richtig cool, weil einer dieser neuen Eigentümer wohnt dort in der Nähe und fährt auf seinem Arbeitsweg immer an dem Grundstück vorbei. Und der verpflegt uns in der WhatsApp-Gruppe immer mit den neuesten Fotos. Und jetzt war es so gewesen, dass tatsächlich er im letzten Foto hat ein Foto geschickt, wo die Bagger endlich mal angekommen sind. Davor waren es nur so Kräne, Bagger und was es ist was, um das Ganze abzureißen. Und dann war ja wieder eine Zeit lang nichts dort gewesen, einfach wegen diesen ganzen Probengeschichten. Und da haben wir auch bei der Baufirma mal nachgefragt, wann es denn jetzt weitergeht. Und so. Und die haben halt gesagt, ja, Mittwoch, also vorgestern. Und so war es dann auch tatsächlich gewesen. Also der Herr, der da immer vorbeifährt, der hat dann ein Foto gemacht und hat geschrieben, ja, endlich geht's los. Und in diesem Zuge haben auch alle Eigentümer eine Nachricht bekommen, dass es jetzt halt eben tatsächlich richtig losgeht und wann welches Haus angefangen wird hochzuziehen. Es ist natürlich alles schätzungsweise hochgerechnet. Aber jeder hat sein Startdatum jetzt bekommen und an diesem Datum dürfen wir uns rechtlich aufhängen. Das bedeutet, ab diesem Datum haben sie jetzt genau 12 Monate Zeit bis zur Schlüsselübergabe und alles darüber hinaus. Ja, dann kommen halt so Sachen wie, dass sie uns, dann kriegt man halt eben diese Entschädigung und bla bla und keine Ahnung was. Also vom Vertrag her haben sie ab jetzt 12 Monate sozusagen Zeit. Genau. So, das bedeutet für uns, theoretisch, wenn alles gut geht, wäre nächstes Jahr Juni die Schlüsselübergabe. Ich gehe davon nicht aus, weil
es kann auch sein, dass alles gut geht, man weiß es ja nicht, aber ich rechne immer so einen Monat Verzögerung ein. Genau, und wenn wir dann die Schlüsselübergabe haben, dann ist es ja erstmal so, dass dann die Küche eingebaut wird. Der Einbau dauert 2 Tage, das ist jetzt nicht das Ding, aber dann ist für uns noch einiges zu machen, sowas wie Tapeten. Im ersten und zweiten Stock muss der Boden gemacht werden, da kriegt man es ja komplett so im Rohbau sozusagen. Im Erdgeschoss ist der Boden drin, den haben wir ja gekauft zusätzlich, aber im ersten und zweiten Stock muss komplett alles, also wir kriegen komplett nackte Wände. Da ist nichts, absolut nichts. Also wir müssen komplett, gerade im zweiten Stock, da ist ja dann auch praktisch, da sind 2 Holzbalken, also so, solche Stützbalken, nicht durch den Zimmer, sondern oben. Die möchte ich auf jeden Fall, dass die komplett geschliffen und weiß gestrichen werden und dann müssen die ja noch lasiert werden und bla 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 bla. Dann erste, zweite Stock muss komplett der Boden gemacht werden. Im kompletten Haus muss die Decke verspachtelt werden. Genau. Im kompletten Haus muss tapeziert werden. Samt Treppenhaus, das ist richtig krass, also komplett tapeziert werden und dann je nach Wunsch auch ein bisschen gestrichen werden. Eigentlich ist es auch ganz schön, wenn man über die Tapete ja nochmal weiß streicht. Wir werden sehen, wie wir das, wie und was wir genau machen. Die Küche wird eingebaut und ja, das ist das, was schon mal so am groben Arbeiten passiert. Und ja, da kommen halt diese ganzen Feinarbeiten noch dazu, dann generell. Der Umzug, hier alles zusammenpacken, dort alles wieder auspacken, generell neue Möbel, die dann dorthin geliefert werden und so weiter und so fort. Da kommt einiges an neuen Sachen. Also, ich persönlich habe von Anfang an, bevor wir jetzt wussten, dass es im Juni gestartet ist, wo es hieß, dass es im Mai startet, habe ich prophezeit, dass wir im Juli umgezogen sind. Also auch mit dem, dass wir die Wohnung hier abgegeben haben, dass wir mit dem ganzen Scheiß drüben sind. Klar, bis man richtig eingerichtet ist, bis jede Gardine hängt und jedes Dekoteil steht, das dauert einige Monate, ja. Aber jetzt ist es schon so, dass ich sage Juli, August. Ja. Es verlegt sich alles ein klitzekleines bisschen nach hinten. Aber das waren ja jetzt die ganze Zeit, die letzten Monate, immer nur Schätzungen, wann es losgehen könnte und so weiter und so fort. Und jetzt ist halt ein fixer Datum, der ja fix da ist und an den sie sich jetzt halten müssen. Also der ist halt, daran ist jetzt nicht mehr zu rütteln. Und die Arbeiten haben endlich begonnen. Halleluja. Es hätte halt nicht so lange gedauert, wenn es einfach ein nackiges Grundstück gewesen wäre. Hätte das natürlich nicht so lange gedauert. Es hat jetzt alles, wie gesagt, so lange gedauert, weil noch so viel Scheiße auf diesem Grundstück stand. Und weil sich diese Stadt sehr, sehr hat feiern lassen mit den ganzen Sachen, dass sie das endlich mal alles bearbeiten und machen und tun. Die haben sich wirklich feiern lassen. Also, naja, egal. Das war das Update zum Haus. Gibt es sonst irgendwas noch zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich weiß es gerade nicht. Wenn mir irgendwas einfällt, dann update ich euch auf jeden Fall. Jetzt werde ich mir erstmal mein Frühstück schmecken lassen. Lias ist eingeschlafen. Und dann werde ich Videos schneiden. Und dann muss ich mal schauen, wie ich den Tag heute nutze. Weil ich muss also auf jeden Fall mal beim Aldi vorbeigehen. Ich müsste eigentlich mal losziehen und mir endlich mal meine weißen Schuhe für die Taufe besorgen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, und halt die ein oder anderen Sachen. Also wir dürfen ja... das habe ich euch ja schon gesagt, von der Taufe her, dass wir die Getränke von dort aus ordern müssen. Aber sowas wie Sekt und Wein oder härteren Alkohol, den, wo wir uns übrigens dagegen entschieden haben, wir werden nichts an härterem Alkohol ausschenken. Außer der Schnaps, der von uns selber gebrannt wurde, der halt in Bosnien gebrannt wird. Der ist hart genug, ganz ehrlich. Aber ansonsten, wir werden halt von unserer Seite aus dürfen wir halt ein paar Sachen besorgen, die dort nicht geliefert werden. Und das sind halt so Sachen wie Sekt und Wein und auch O-Saft, um zu mischen. Genau, also ich werde auf jeden Fall eine Menge O-Saft besorgen für Leute, die es... Also mir geht es gar nicht darum, um es zu mischen, weil ich glaube, wir werden gar nicht richtigen Sekt besorgen, sondern eher, ich habe meinem Freund gesagt, ein paar Flaschen Rotwein, ein paar Flaschen Weißwein und dann noch werde ich einfach ein paar Hugo-Flaschen besorgen und dann halt jede Menge O-Saft. Weil
Ja, finde ich lecker. Trinke ich sehr, sehr gerne. Von daher aus, warum nicht? Dann hat man auch mal ein bisschen Saft dort, weil das haben wir jetzt von dort nicht geordert. Von dort haben wir tatsächlich nur Cola, Fanta, stilles Wasser, Sprudelwasser und Bier. Ich glaube, diese fünf Sachen haben wir geordert. Ja. Ja, und jetzt am Dienstag haben wir ja endlich das Fahrergespräch. Genau. Ja. Ich glaube, das habe ich euch aber schon gesagt. Okay, Leute, mein Frühstück wartet. Ich habe echt Hunger. Wir haben mittlerweile, 20 nach 7. Oh Gott, ich bin heute ist wieder so ein Tag, wo ich echt ein bisschen müde bin, weil ich sehr oft aufgewacht bin, mal wieder heute Nacht. Ach, mein Schlafverhalten momentan ist nicht super genial, aber gut. Gehen wir jetzt los, mein Schatz? Ja, gerade hast du noch rumgeschrien, gell? Ja, und du hast keine Lust mehr zu legen, gell? Sag, Mami, du hast dich so lange fertig gemacht. Kein Mensch braucht so lange. Sag, kein Mensch braucht so lange, beeil dich. Ja, ihr seht richtig. Zwar ganz, 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 ganz wenig. Wirklich so ein 5-Minuten-Make-up, wobei ich noch nicht mal eine Foundation drauf habe. Aber ja, ich habe mich das erste Mal nach... Keine Ahnung, wann das letzte Mal geschminkt. Also seit dem Urlaub nicht, im Urlaub nicht, vor dem Urlaub auch eine ganze Zeit lang schon nicht. Ich stand halt gerade wirklich so vorm Spiegel und habe mich unwohl gefühlt, weil meine Wimpern einfach fehlen. Ich habe das richtig gemerkt. Also Wimpern machen einfach so viel aus. Wenn ich meine unechten Wimpern habe, dann ist es so, okay, wenn die Augenbrauen da sind und die Wimpern da sind, dann ist alles in Ordnung. Dadurch, dass ich die letzte Zeit eigentlich relativ reine Haut hatte, war alles in Ordnung. Aber jetzt, die Wimpern sind weg. Ich habe voll die unreine Haut plötzlich bekommen. Bessert sich gerade einigermaßen, aber ist noch nicht perfekt. Ich glaube, das war eine Mischung zwischen, dass ich meine Tage hatte und eine Mischung zwischen so generell einfach vielleicht auch Stress wegen der Taufe und keine Ahnung, warum meine Haut so ausgebrochen ist. Aber sie bessert sich gerade wieder und ich bin so froh, dass ich am Dienstag meine Wimpern wieder bekomme. Das geht gar nicht. Ich meine, schaut euch mal diese kleinen Stöppelchen an. Was ist das? Richtig krass. Also meine Wimpern sind jetzt nicht großartig kaputt oder sowas. Ist jetzt nicht so, dass da keine mehr sind. Aber natürlich, wenn man das Doppelte an Länge gewöhnt ist und vor allen Dingen dann auch tiefenschwarz, ist natürlich was ganz anderes. Ich habe jetzt hier wirklich nur ganz leicht von Benefit den Tinted Primer drauf gemacht. Also das ist ja nur dieser gebräunte Primer, genau, um die jetzt nicht großartig noch mehr zu strapazieren. Aber ganz ohne ging jetzt nicht. Echt nicht. Boah, furchtbar. Nee, ich bin mittlerweile ein künstlicher Wimpern-Typ geworden. Was soll's? Dafür, dass ich sonst nichts Künstliches mehr an mir habe, keine Nägel, kein Nichts, ist das, glaube ich, noch in Ordnung. Ich habe kein besonderes Outfit an, kann ich euch trotzdem kurz mal zeigen. Das Oberteil, Possible, Everything is Possible, habe ich bei New Yorker gekauft für 4,95. Richtig genial, habe ich mir in Rosa und in Weiß mitgenommen. Gibt's, glaube ich, noch in anderen Farben, keine Ahnung. Dann die schwarze High-Waist-Hose Stretch, richtig genial, von Primark. Dann die Schnürchenschuhe hier sind von Puma. Baby! Ja, und meinen ganzen Schmuck kennt ihr mittlerweile, habe ich euch schon 1000 Mal jetzt gezeigt. Ich ziehe mittlerweile nur noch das gleiche alles an. Außer das Einzige, was Neues ist das selbstgemachte Armband. Habe ich euch ja schon gezeigt. Ansonsten ist alles in der Infobox verlinkt. Und ihr hört schon, Mr. ist ungeduldig und wir gehen jetzt deswegen los, gell? Weil du bist ready, du hast die Flasche, du hast neue Pampi, du bist frisch umgezogen. Also ready to go, würde ich sagen. Ach so, was wir übrigens alles machen, ich weiß es noch nicht. Ich habe einige Sachen in meinem Kopf, die ich erledigen möchte. Was wir genau machen, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich auf jeden Fall gerne machen würde, wäre zum IKEA zu fahren, weil ich brauche für die Taufpaten, für diese Taufbriefe, brauche ich noch einen gescheiten Rahmen. Und ich habe diese, die habe ich ja ausdrucken lassen mit Fotopapier. Bei der über die App Lalalab habe ich euch ja schon gesagt. Und die habe ich mir jetzt auch direkt mal in den Rucksack eingepackt, weil ich da eben gerne einen Bilderrahmen holen möchte. Klar, ich hätte noch theoretisch bis nächste Woche Zeit, aber trotzdem, ich möchte nicht auf nächste Woche alles schieben. Dann eigentlich auch ein Muss ist, wie gesagt, zum Aldi zu gehen. Es ist kein absolutes Muss. Es ist, ich habe genug zum Essen zu Hause, aber trotzdem so Brot und sowas wäre halt ganz cool. Klar, ich habe noch mein Knäckebrot da oder auch dann halt Müsli oder Cornflakes oder sowas. Deswegen ist es kein Drama, wenn ich auch morgen einkaufen gehen würde. Ich hätte es aber gerne heute gemacht, wobei ich morgen dann alleine früh nach dem Training losziehen könnte. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt.
Mal gucken, was wir heute alles schaffen. Dann würde ich natürlich gerne nach den Schuhen gucken gehen. Dazu müsste ich aber in die Innenstadt fahren. Mal sehen, ich würde meine Mutter kurz mal gern besuchen gehen, weil da waren wir jetzt auch schon eine Woche nicht mehr. Mal gucken, also steht so einiges auf der Liste. Was jetzt gemacht wird, was nicht, werdet ihr dann jetzt im Laufe des Tages sehen. By the way, wir fahren jetzt los und wir haben genau 10.35 Uhr. Genau, also Tag startet. So, wir sind mittlerweile im Auto on the road und das Erste, was wir jetzt machen, dazu habe ich mich jetzt mal spontan entschieden, und zwar fahren wir zu meinem Freund ins Büro, dass er den Lias mal so ein bisschen vorstellen kann. Er hat zwar gerade schon gesagt, dass viele heute nicht da sind, aber das ist gar nicht so schlimm, weil der Lias muss da ja auch nicht ankommen und erstmal von 200 Leuten begrüßt werden oder sogar noch mehr. Ich glaube, in seiner Firma, in dem Sitz, wo er ist, in dem Gebäude sitzen, ich glaube, 700 Menschen. Oder mehr? Ich habe keine Ahnung. Joa. Deswegen ist es gar nicht so dramatisch, dass es jetzt nicht so viele da sind. Genau. Da fahren wir jetzt als allererstes hin. Ist nämlich noch früh. Ich denke, dass es ganz gut ist, weil heute ist ja Freitag und freitags gehen ja auch viele... kann ich mehr reden. Viele gehen immer mal früher nach Hause auf freitags. Deswegen, ich habe nämlich am Anfang gedacht, ich fahre jetzt erst in die Stadt, weil die dann relativ leer ist, und fahre dann zu ihm, aber kritisch. Und von ihm aus fahre ich aber dann direkt in die Stadt. Das mache ich, glaube ich, als erstes, weil zum IKEA und sowas kann ich zu jeder Uhrzeit mal schnell reinhüpfen, weil ich weiß genau, was ich haben möchte. Und für die Stadt, keine Nerven, da nachmittags an einem Freitag zu sein, ganz ehrlich. Deswegen, ja. Mal gucken, ob sich die Pläne zwischendurch noch ändern, aber das ist jetzt erstmal der Plan, zu meinem Freund zu fahren und danach in die Stadt zu fahren.